mit Backsteinen und Stolpersteinen. Das ist also für mich ein absolutes No-Go. No-Go. Was gibt es aber dennoch positiv zu vermelden bei diesem Hotel, mal abgesehen davon, dass die Sauberkeit in den Zimmern miserabel ist? Wirklich ein absolutes No-Go. Die miserabelste, schmutzige Geschichte bleibt auch in diesem Hotel bestehen, wie in vielen anderen Hotels. Da steht dieses Pullman in keinem was vor. Drüben ist ja auch das Ibis Hotel. Habe ich einmal übernachtet, da habe ich Staub an die Wand geschrieben. Das war also völlig daneben. Thank you very much. You're welcome, sir. This is the option. Yeah. Thank you. So, jetzt bekam ich also hier nochmal so ein Cappuccino gebracht. Muss ich sagen, Tasse ist heiß. Die Bar hatte zwar geöffnet, aber doch geschlossen. Ist auch immer alles relativ. Hat man also aus dem Frühstücksbuffet einen Kaffee geholt. Also der Kaffee ist heiß. Geschmacklich ist eine andere Frage. Das ist wieder so Kaffeemaschine, aber gut eingestellt, muss ich sagen, was die Temperatur anbelangt, leider was den Geschmack anbelangt. Minimaler Kaffee, damit auch der Geschmack nur unter dem Motto, wenn man da jetzt noch Zucker und Milch reinmacht, dann können die Leute das trinken. Aber wenn man das wie ich schwarz trinkt, ist es natürlich schwierig. Wobei beim Cappuccino ist ja Milch drin und dennoch schmeckt er mir nicht. Ja, da gibt es nicht diese Kompromissmöglichkeit. Ich meine, hier hat man auch in diesem Hotel vergessen, mir ein Treatment aufs Zimmer zu stellen, mir ein Feel Welcome Back reinzupacken. Das sind alles Dinge, die werden hier völlig vernachlässigt. Und ich meine, diese beiden Accor-Leute, die das hier alles mal erfunden haben, da ist nichts mehr in den, also in den Hotels von Accor vorhanden. Das ist ein reines Gelddruckgeschäft geworden. Die billigsten Mitarbeiter und das meiste Geld abkassieren und an guten Stellen. Aber Qualität, das ist wirklich ist ein Fremdwort für Accor. Wie gesagt, ich habe zwar mein Upgrade bekommen, ein höheres Zimmer, das hat mich sehr gefreut, aber wie sah der Teppich aus? Das ist ein Albtraum, oder? Also ich meine, ich habe euch das Fink gezeigt, das ist eigentlich ein No-Go. Das sind ja schon zwei No-Gos und ein Lot of... Also ich kann das hier gar nicht so ausführlich machen, sondern ich will mal so sagen, das ist ein klassisches Airport-Hotel. Man kommt hierher, wenn man hier eine Nacht übernachtet, dann kann man hoffen, dass man ein relativ sauberes Zimmer bekommt, dass die Bettwäsche sauber und frisch ist, dass das Bett noch nicht ganz so abgelegen ist, also die Betten sind hier noch relativ gut, man schläft gut, dass man gute Kissen hat, ich weiß gar nicht, ob die ein Pillow-Menü haben, habe ich gar nicht gefragt, weil ich war froh, dass ich hier überhaupt übernachten kann. Dann ist es natürlich sehr nah am Airport, man fährt mit der Bahn recht schnell hierher, man kommt auch von hier sehr schnell zum Airport raus. Als Clubmitglied hat man ein paar wenige Vorteile, wie Upgrades, wie ein Welcome-Drink und einen sogenannten Pseudo-Priority-Check-In, weil der ist zwar da, aber das funktioniert nicht. Wenn eine Crew da ist, schon gar nicht und wenn viele Leute da sind, erst recht nicht. Das ist ein bisschen schade, das geht hier insgesamt bei dem Pullman und bei vielen Accor-Hotels verloren. Mich macht das traurig und ich finde das schade. Aber das Positive wollte ich noch sagen als Abschluss. Das Positive ist, dass in dem Zimmer es eben sehr recht hell und freundlich ist. Dadurch sieht man wahrscheinlich auch die Flecken, aber... Ich fand eben, das ist für mich wichtig, ein Zimmer muss freundlich sein, es muss hell sein, ich muss im Badezimmer mich erkennen können, das kann ich hier. Es sind also diese typischen klassischen Kosmetikspiegel da, das macht mir große Freude. Ansonsten, natürlich kommt man wieder, wenn man in diesem Hotel übernachtet, weil man eben am Airport hier abfliegt. Aber wirklich gerne ist was anderes und wirklich wohlgefühlt ist nochmal was anderes. Wenn man es eben muss, macht man das. Dann auch noch, was die Algorithmen anbelangt, die Preise extrem unterschiedlich. Man zahlt hier, der normale Standardpreis liegt bei 118 Euro für ein Zimmer und man zahlt hier eher 200 und mehr. Und das finde ich auch vom Preis her extrem teuer. So, das war's. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Flughafen. Wir haben heute eine extrem wunderschöne, lange Reise vor. Wohin es geht, erzähle ich euch am Airport. Auf geht's. Backsteine. Oder noch schlimmer, das sind Stolpersteine.
Das kann man gar nicht ändern. Das ist also das Schlimmste überhaupt, dann zum Flughafen zu kommen, also zur Bahn zu kommen und dann darüber zu fahren. Ich meine, hier gibt es zwei Hotels. Das ist einmal das Prümer, das ist einmal das Ibis Hotel. Und das, diese Hotel da drüben ist noch das Novo Hotel. Und diese Hotels sind also nicht in der Lage, das für mich als Gast so schön zu machen, dass ich hier mit einem rollenden Koffer entspannt rüberkomme. Also das muss ich sagen, finde ich schon sehr traurig. So, jetzt aber zum Flughafen. Das wollte ich euch nur noch zeigen. Meine Güte, also ich muss sagen, diesen Weg jetzt hierher zu fahren, oh, das ist eine Katastrophe. Also jetzt ist man hier, guck mal, das ist, also dieser Boden, der ist wirklich in Ordnung. So müsste das eigentlich da sein. Das kann eigentlich nicht jemand geplant haben, der irgendwas von Baugeschäft versteht, weil es so dilettantisch. Albträumchen. So, wir sind auf dem Weg. Der Horn ist positiv. Guck mal. Ist drüber gestiegen. Geht also auch. Ist einfach über die Barrikade. Und dann ist man drin. Und das war's. Na ja, gut. Ich meine, wenn es nicht aufgeht, steigt man drüber. Und jetzt müssen wir mal sehen. Wir müssen jetzt zu Terminal 1. Das ist, glaube ich, hier. Da kann man mit dem Aufzug runterfahren? Ja, da kann man mit dem Aufzug runterfahren. Das hatte ich noch so halb in Erinnerung. Ich muss jetzt mal ausmachen, das ist zu kompliziert. Hier geht's zu Terminal 2 und 3. Da darf man nicht falsch einsteigen. Hier geht's zu Terminal 1. Also das ist alles ein bisschen, ich meine, so Abenteuer. Also man muss das positiv weitersehen, natürlich. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt glaube ich, kommt schon die Bahn. Dann können wir eine kleine Hornbahn draus machen. Ist schon recht voll. Mal sehen. Jetzt haben wir vor allen Dingen... Also ich bin schon mal ganz vorne, das ist schon mal sehr gut. Auf jeden Fall ist es so, jetzt muss ich mal sehen, fährt die denn überhaupt in diese Richtung? Du müsstest jetzt nach da fahren. Das wäre gut. Das ist Terminal 3. Wir sind jetzt Terminal 3 und wir wollen zu Terminal 1. Ja, ist gut. Naja, man darf den Spaß nicht verlieren. Das, was ich hier kritisiere in dem Sinne, sind ja die Fakten. Ich halte also praktisch die Fakten fest, dass man sagt, mein Gott, wie kann das nur so sein? Es könnte doch besser sein. Und der Rest... Den muss man mit einem gewissen Humor irgendwie anders hinkriegen. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Also ich bin noch mit großer Freude unterwegs. Jetzt zu Terminal 1, zur Lufthansa. Und ich hatte schon gedacht heute, nicht, dass die wechseln wie die Austrian. Die Austrian sind am Terminal 2. Das ist ein Traum. Das ist ein Billig-Carrier geworden, die Austrian im Bereich Paris. Ist auf jeden Fall noch zu dunkel. So, das war schon mal die Runde 1 und jetzt geht's richtig zur Sache. Jetzt kommen wir zum Terminal 1. Das war erstmal die Parkseite. Und das zweite, da ist es etwas heller, dürfte das besser aussehen. So, und jetzt düsen wir hier runter. Weil das Wichtige, man muss hier recht festhalten. Und dann kommen wir hier zu Terminal 1 von Paris Charles de Gaulle Airport. Das macht große Freude und kleiner Spaß. Die Freude auf den Lippen im Terminal 1 Paris Charles de Gaulle. Und jetzt, wenn ich jetzt nicht aufpasse,
dann habe ich das Problem, dass der Koffer mit mir umkippt. Weil dieses Ding hält nicht auf. Geschafft. Es ist vollbracht. Der Hon ist in Terminal 1 angekommen in Paris. Und geht jetzt zum Departure. Paris ist recht gut gelöst. Ich sag mal was dazu. Es hat hier eine sehr schöne Lösung, was Lufthansa und Swiss anbelangt, leider nicht, was die Austrian anbelangt. Für alle Austrian-Flieger kann ich nur sagen, ich beneide euch nicht, weil ihr nämlich in Terminal 2 einchecken müsst. Und in Terminal 2 heißt das Motto Billig-Airline. Aber hier, hoppala. Meine Güte, es ist immer Action hier, aber ist ja auch eine Action-Kamera. Ne? Hier geht es für uns Vielflieger. Das bedeutet also für die Menschen, die ein Bereich von, oh, hier ist wieder hohe Bewachung heute. Paris ist immer extrem bewacht. Da ist die Army immer im Einsatz mit starker MP und die gucken immer sehr böse. Also von Freundlichkeit kann hier keine Rede sein. Aber wir sind jetzt hier, weil hier gibt es einen schönen Business-Class-Bereich und die haben auch einen First-Class-Bereich. So, jetzt schauen wir mal. First-Class ist da drüben. Da haben die jetzt mittlerweile auch schon so eine Art Lane. Wahrscheinlich, weil so viele First-Class-Gäste da sind. Das wird sich zeigen. Hier in Paris war der Check-in eigentlich oft sehr schön, aber mit sehr viel unkompetenten Mitarbeitern. Ich habe hier schon Dinge erlebt, das war toll. Und ich habe hier schon Dinge erlebt, das war ein großer Albtraum. Und dieser Bereich, das wird sich ja heute bestätigen, ob das der Fall ist. Ich habe auf jeden Fall im Notfall die Karte der Supervisorin dabei. Denn ich will ja heute Folgendes erreichen. Ich möchte ja, und das wird, glaube ich, hoffentlich nicht schwierig. Das sage ich gleich nochmal. Ich habe noch was ganz Wichtiges. Ich glaube, ich setze mich nochmal ganz kurz irgendwo hin. Weil hier ist sowieso voll. Komm, wir setzen uns nochmal irgendwo hin. Ich muss euch noch was sagen. Doch, ich gehe nochmal zurück. Der Hon geht nochmal aus der First heraus und geht nochmal in so eine kleine Nebenabteilung. Und da sage ich euch noch was. Wo ist es? Yes to the world.